Düstere Stimmung, 50er Jahre Musik und eine Stadt unter Wasser? Herzlich willkommen bei Bioshock. Ja, ihr habt es schon erraten. Wir sind im zweiten Part. Und ich freue mich so sehr, liebe Leute, dass wir jetzt endlich im zweiten Part sind. Wir starten jetzt einfach wieder Game. Ach, scheiße, jetzt muss ich wieder. Ja, stimmt, haben ja die Collector's Edition und da kann man ja auswählen, ob man den ersten oder zweiten Part spielt. In dem Hauptmenü und der dritte Part ist einzeln zum Download verfügbar und Bioshock Infinite Hilfe, wenn man dazu sagen, der dritte Part eigentlich nicht. Eigentlich ist es ja eine eigene Story, so ein Standalone und hat nichts mit der Bioshock-Geschichte eigentlich im ursprünglichen Sinne zu tun. Waren noch andere Entwickler soweit gewesen als Bioshock 1 und 2. Gucken wir jetzt mal, ob wir das Thema mal schnell überspringen können. Ich hätte schon Bock mal jetzt mal hier zu starten. El Continuo est Vivianto est Tontolo. Oder sowas schon. Und die Kommentare des Regisseurs, ja, schwieriges Wort, werden wir dann einfach mal, nachdem wir das Spiel durch haben, alle mal hintereinander weghören. Und wenn da wirklich Nachfrage besteht, dann würde ich die auch hochladen. Aber bis jetzt eher nicht. Stimmt, wir sind im Medical Pavillon angekommen. Und ja, stimmt, ja. Waren jetzt gerade hier. Ich muss mal gucken, hier so. Wie kamen wir her? Ja, okay, gut. Okay, die Steuerung ist ein bisschen tricky, sag ich. So. Steinman sagt, dass ich heute entlassen werde. Ryan hat mich seit dem Neujahrsangriff nicht mehr besucht. Kein einziges Mal. Dr. Steinman war dafür sehr aufmerksam. Er hat mir gesagt, dass er mich wieder hinbekommt, sobald das Narbengewebe verschwunden ist. Er macht mich zum schönsten Mädchen auf der Welt. Er ist ganz süß und so sehr an meinem Fall interessiert. Halt, glaube ich eher nicht. Aha. Hacken, okay. Gehackte Sicherheitsbots sind auf deiner Seite und greifen deine Feinde an. Okay, jetzt hacken. Okay. Ach so, okay. Dann packe ich das nach unten. Oh, geht's nach rechts. Dann tausche ich das so aus. Zack, fertig. Und fertig. Nice. Und sind auf meiner Seite. Ne? Das hört sich doch richtig geil an. Gleich zwei Trophäen gekriegt. Ein erfolgreicher Hack und willkommen bei Rapture. X drücken. Hier ist ein Geld drin gewesen. Dann nehmen wir alle mit. Aber ich glaube, so viel Pistolenmunition brauchen wir noch nicht. Was ist das hier? Runde geweckt. Da kommen sie.
Okay, dann beheilig mich. Da unten ist noch jemand. Komm, du blöder Splicer. Okay, ja, die Zeit bleibt stehen, das ist cool. Also kann man immer wechseln. Brauchen wir einfach immer nur noch Eve. Hat sich jetzt hier geöffnet? Nee. Aber guck mal, hier ist auch noch eine Tauchkugel. Also eigentlich geht es denn hier weiter nach. Wo geht's hin? To Neptune. Oder Neptun. Okay, hier waren wir noch gar nicht. Okay, das war immer zu viel, Eve. Steinman. Adam und Ryan. All die langen Studienjahre. War ich überhaupt ein Chirurg, bevor ich ihnen begegnet bin? Wir haben mit unseren Skalpellen und unserer billigen Moral rumgefummelt. Ja, natürlich haben wir das ein oder andere Geschwür entfernt, aber haben wir irgendetwas bewirkt? Nein. Doch mit Adam wird alles möglich. Ryan hat uns von der falschen Ethik, die uns so lange behindert hat, befreit. Verändere dein Aussehen, dein Geschlecht. Ach so, dann, okay, dann krieg ich einen Schock ab. Ich den nicht gleich hacken kann. Niemand anders. Aber eigentlich wollte ich noch ein bisschen Eve mir grabben. Kann ich sie schnell hacken, wa? Oh, ist ja nicht so einfach. Das ist wirklich ja nicht so einfach. Warte, wir gucken mal hier. Okay, den könnten wir hier so machen. Wo ich nur bloß noch einen geraden und dann. Perfekt. Schütze hackt. Wenn wir die Maschine unerreicht kriegen, dann ist das natürlich ein riesen Vorteil für uns. Weil natürlich, glaube ich, auch noch hier im Big Daddy irgendwo rumläuft. Okay, wo ist denn hier einer? Der nach rechts zeigt hier. Achso, Moment. Achso, so. So. Noch mal nach eh nach rechts, genau. So. Nach links oben, genau. Ach, fuck, noch mal nach eh nach rechts hier. So. Und so. Bams.
Da arbeitet der nämlich auch für mich. Okay. Jetzt kann ich mich erstmal heilen. Wie springe ich mit Dreieck? Okay, gut. Wir looten mal alles. Wir haben jetzt hier mal auch an. Andrew Ryan. Dass der Arzt sie umsonst heilt. Und von den Bauern wollen sie aus Nächstenliebe mit Nahrung versorgt werden. Der Parasit unterscheidet sich nur geringfügig von dem Perversen, der auf der Suche nach einem Opfer umherstreift, das er zu seinem entarteten Vergnügen missbrauchen kann. So, kann man das nämlich auch machen. Man kann die auch einfach kaputt hauen, anstatt sich da einen zu kaufen. Und hier liegt noch Eve. Man soll sich halt wirklich, muss sich wirklich genau umgucken. Überall sind diese Turmbänder. Ich bin schön. Ja, sieh mich mal, was könnte man an mir noch besser machen? Durch Adam und mein Skalpell habe ich mich verwandelt. Komm schon. Aber gibt es nicht vielleicht doch noch eine Steigerung? Was ist, wenn ich zwar etwas noch Vollkommeneres erschaffen könnte, meine Vorstellungskraft dafür aber nicht ausreicht. Man kann natürlich die Dinge auch hier anlassen. Und dann wollte ich euch nämlich hier noch. Ach, hier gibt's. Gibt's Munition, aber ihr seht ja, die ist arschteuer. Weil ich aber bräuchte, weil zum Beispiel dieses Eve kostet 25. Holen wir uns eben mal. Oder zweimal. Ich würde immer versuchen, so auf über 100 Dollar zu bleiben und dann halt irgendwann auf 200, 300, 400 Dollar. Ja, sag mal zu updaten. Das wird immer mehr bei uns tragen und immer mehr safen. Ist jetzt hier auch schon kaputt? Oh, fuck. Okay, aber Maschinenpistolen. Funktion ist immer gut. Nimm mal die Pistole. Okay, du hast Spezimission. Ach so, Panzerbrechen. Panzerbrechen ist natürlich nur mit. Ich kann nicht durch. Noch nicht. Okay, hier ist eine Eislandschaft. Was ist das hier? Ein Eimer. Ah. Die Tür krieg so. Es gibt natürlich auch noch überall Geheimnisse, die man halt nur mit bestimmten Auto hackt, zum Beispiel. Kann ich nämlich einen Automaten von alleine hacken. Oh, ach so. Soll ich vielleicht nicht alle trinken? Das war, das kann dann nicht dein Ernst sein. Okay, da habe ich jetzt ein bisschen mehr erwartet. Ich dachte. Naja, gut, das ist aber auch der erste Raum, den wir jetzt hier gefunden haben. Hier ist nur ein Turmband. Stellt dir eine einfache Frage. Bist du ein Mensch oder ein Sklave? Was ist das hier? Steinmetz. Ästhetik. Einet. Surgery. Okay. Hier ist irgendwie Chirurgie. Komm ich hier rein? Nee. Steinmetz Labor, also. Sehr gut. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich freue mich schon auf den dritten Part. Wenn es genau hier weitergeht. Ich bin auch schon gespannt von seinem ersten Big Daddy. Das war aber erstmal Medical Pavillon. Der Einstieg und jetzt sind wir bei der scheiß Surgery. Also, wir sehen uns im nächsten Part. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst ein Abo und ein Like da. Und ja, der Part ist ein bisschen kürzer. Aber es folgt ja gleich der dritte. Peace out.